Und dann können wir auch schon gleich weiter reisen. Nächste Kreuzung. Oh, okay. Also wir können anscheinend nach Süden zu dem Gasthaus oder nach Osten zu der Kreuzung. Gehen wir erstmal zu der Kreuzung. Eine neue Strecke erkunden. Deswegen sind wir überhaupt hier. Oh, was? Plötzlich löckert sich ein Stein unter den Füßen von Yalin und sie stürzt in die Tiefe. Nichts hält den Fall auf und erst gut ein Dutzend Schritt unter euch kommt Yalin mit einem Aufschrei und einem seltsam vertretenen Bein zur Ruhe. Mit viel Mühe buxiert ihr das Opfer wieder auf den Pfad zurück, aber das Bein ist gebrochen. Autsch. Gar nicht gut. Yalin? Alles okay bei dir? Hast du dir eine Krankheit eingefangen dabei? Nee, schaut nicht so aus. Dann lassen wir doch mal Mürrem dich heilen. Talent anwenden, Wunden heilen, Yalin. 9 Lebenspunkte, sehr gut. Und du kriegst noch eine Einbeere. So, schon bist du wieder aufgepäppelt. So, ich dachte gerade, der Torso wäre irgendwie rot unterlegt wegen Wunden. Aber ich habe wohl damals so viel Dungeon Keeper gespielt. Quatsch, Dungeon Master war das ja. Na gut, raus. Und schlafen. Jo. Keine Kräuter. Und wir werden geweckt. Was ist denn los? Ich habe was gehört. Diebe? Nee, Säbelzahntiger. Okay, Randa. Mürrem sollte keine Astralenergie verschwenden. Außer vielleicht doch einen für Gerubon und Tirik. Also einen Acceleratus. Und du hältst dich mal zurück. So. Du stellst dich den deinen Weg. Paradebörzer, sehr schön. Ja, okay, Gwen kümmert sich um den da hinten, Gero um den hier. Und dann passt das schon. Irgendwie trifft er ganz schön häufig. Das ist gar nicht gut. Ja, hat bisher jedes Mal getroffen, bei 4 Angriffen. So, und jetzt hat sie keine Bewegungspunkte mehr für. Nee, also. Na gut, dann schieß halt auf den. So, du hau den. Ah, ganz schön garstiges Pack. Halten bisher gut was aus und können auch gut austeilen. So, jetzt aber zaubern. Bewegung, Acceleratus, Gerogon. Und Yalle mit ihrem gebrochenen Bein liegt immer noch auf dem Boden. Ja, das ist nachzuvollziehen. Ich würde mit einem gebrochenen Bein auch nicht kämpfen wollen. Und sei es nur ein Bogenspannen. So, du, wieder auf den. Wir halten echt gut was aus. Der hat jetzt schon an die 40, 50 Trefferpunkte eingesteckt. Au. Und wenn das so weitergeht, kippt Gerogon gleich um. Das ist gar nicht gut. Du verwende doch mal wenig Astralenergie. Und zwar verschreckst du jetzt den vor Gwendolyn. Der hätte noch fast gar keinen Schaden bekommen. So, der wird gleich fliehen. Dafür machst du ihm ein wenig Platz. So. Und du hast kaum noch Astralenergie, also schießt du dem einfach mal an die Seite. So, damit ist der Säbelzahntiger vor Gerogon, weil er schon fast 50 oder 60 Trefferpunkte hier abbekommen hat. Ohne mit der Wimper zu zucken. C ist Kätzchen. Und komm schon. Na also. So, du bleibst da stehen, du bleibst da stehen. Du machst ein wenig Platz. Also. Oh, das war ein sehr komischer Schmerzensschrei am Ende.
Mürrumschuhe haben soeben ihren Geist aufgegeben. Stopp, 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 stopp. Losmarschieren zurück nach Westen, aber... Unterbrechen. Wir würden gerne Schuhe wechseln. Haben wir noch Schuhe? Oh. Nicht gut. Okay, wir müssen definitiv in die nächstgelegene Stadt und mindestens 3-4 Paar Schuhe kaufen, damit wir es auf Vorrat haben. Ich hätte schwören können, wir hätten noch ein paar gehabt. Aber wenn ich mich jetzt nicht groß täusche, haben wir keine mehr. Nö. Na gut. Dann würden wir gerne weiterreisen. Stopp. Reiseoption. Umdrehen. So, wir sind jetzt an dieser Kreuzung. Wir würden gerne nach Osten. Obwohl, ist da Tiefhusen? Dann gehen wir doch nach Süden. So, und Mürrum ist krank, das war klar. Du machst erstmal Talent anwenden, Wunden heilen bei Gerogon. 13 Lebenspunkte, sehr gut. Und danach Krankheit heilen bei Mürrum. So, das waren mal eben 15 Dukaten für ein Bilma-Blatt. Und ich denke, sie wird eh gleich wieder krank werden. Wollen wir jetzt irgendjemandem die Schuhe ausziehen und ihr geben? Also vielleicht irgendjemanden, der mehr Körperkraft hat zum Beispiel. Sie hat 14. Ich probiere es einfach mal. Ich ziehe jetzt Gerogon die Schuhe aus und hoffe einfach mal, dass er nicht so schnell krank wird, weil er doch ein wenig stämmiger gebaut ist. Haben wir sonst noch irgendwas, was helfen könnte? Na gut, weiter. Wir... Achso, schlafen erstmal. Ja, alte Option. Keine Kräuter. Mürrums Kopf ist wieder klar und keine Unterbrechung. Sehr schön. So. Ihr entdeckt einen Luchs, der in beobachtender Position auf einem Baum sitzt. Wollt ihr unheldisch fliehen? Einen großen Bogen um diesen Baum machen oder vorsichtig weitergehen? Es ist nur ein Luchs. Wir gehen vorsichtig weiter. Als ihr etwa einen Schritt vor dem Baum entfernt seid, springt der Luchs auf Tirik und verletzt ihm schwer im Gesicht. Ein zweiter Luchs springt aus dem Interholz und greift auch Tirik an. Ein wilder Kampf entbrennt. Tiriks Charisma sinkt um 3 Punkte. Als es euch jedoch gelingt, einen Luchs zu töten, flieht der zweite. Da sollten wir uns jetzt mal Tiriks Gesicht angucken. Jo, das sieht gar nicht gut aus. Oh weia. Ist doch nur eine Mieze gewesen. Krankheit heilen. Tirik. Kann keine Krankheit feststellen. Okay. Talent anwenden. Wunden heilen. Tirik. Schon besser. So. Du lässt dir gleich mal ein paar Einblätter geben. Einbeeren geben. So. Die trägst du auch gleich auf. Denn du solltest nicht mit unter 50% Lebensenergie durch die Wildnis tapsen. Es könnte noch ein Luchs kommen. So, das ist doch schon mal besser. Putzen wir einfach alle. Das können wir uns schon leisten. Obwohl, können wir uns bedingt leisten. So, aber Gerogon ist schon mal nicht krank geworden. Janne findet eine Tanide. Wow. Ein Silbertaler haben wir gerade gespart. Ist ja nicht so, dass wir vorher 15 Dukaten für den Belmar-Blatt Oh oh. Talana-Schuhe haben eben ihren Geist auch gegeben. Und davor war noch eine Nachricht. Ja, Gwendolyn auch. Als ihr das Zwergenstädtchen Rockwell erreicht, müsst ihr zu eurem Entsetzen feststellen, dass hier die Orks bereits das Kommando übernommen haben. Euch bleibt nur der Weg zurück. Ah ne, Gott sei Dank können wir hier auch gleich nach da abbiegen. Und dann nach Südwesten weiter, nach Westen weiter, nach Westen weiter.
Und das war's. Das wird wirklich übel werden. Weil ich schätze mal, mit kaputtem Schuhwerk brauchen wir mindestens 4 Tage oder so. Und jetzt schon 3 Leute ohne Schuhe, die werden alle krank werden. Ja, Gerogon, Myrim, krank. Talana auch. Das kommt davon. Na gut, hilft nichts. Ein Wirselkraut gefunden. Und Gerogon hat Frostschäden. Myrim hat auch Frostschäden. Talana auch. Gut, die können wir wenigstens... Also, ja, in Anführungszeichen gut. Diese Krankheiten können wir wenigstens mit einem Wirselkraut recht schnell beheben. Machen wir aber auch erst, wenn wir in Tiefhusen angekommen sind. Sonst fangen sie gleich wieder was ein. Ah, Terix Charisma hat sich wieder erholt. Okay. Das ist immer noch schmerzhaft. Ja, es ist sehr schmerzhaft. Man könnte meinen, dass wir die Passion Christi, so wie die gerade rumgestöhnt haben. Oh, weia. Ah, nee, nicht schlafen. Nee, nee, nee. Ihr sollt immer noch Wache halten und dergleichen. Und keine Kräuter finden. Ja, die 3 haben jetzt recht schlechte Stats. Und wir werden überfallen. Nein. Oh. Obwohl, das sind nur Orks und Ogre. Nee, komm, das reicht Computerkampf. Ja, Magie anwenden. So, haben uns mal eben fast eine Folge durchgehend kämpfen erspart. Auch wenn das jetzt ein kleines Risiko war, da Gerogon ja ziemlich angeschlagen war. Aber das passt schon. So. Komm, weiter. Beziehungsweise stehen bleiben. Und die 3 einmal so normal heilen. Nee, nee. Talent anwenden. Wunden heilen. Gerogon. Talent anwenden. Wunden heilen. Rum. Talent anwenden. Wunden heilen. Talana. So. Haben wir Terix schon? Gucken wir mal. Talent anwenden. Wunden heilen. Terix. Wieso vergiftet? Talent anwenden. Wunden heilen. Terix. Ah, na also. Sehr gut. Ja, nicht so fit. Keineswegs fit. Ein Heiltrank. Nee, komm. Wir sind noch 1-2 Tagesmärsche von Tiefhusen entfernt. Das kriegen wir schon hin. Weiterreisen. Und ja, es ist schmerzhaft. Wir wissen es. Es tut mir ja auch leid. Aber ich kann das jetzt nicht mehr ändern. So, keine Kräuter. Bitte, bitte keine permanenten Frostschäden. Schon mal gut. Und bitte, bitte kein Überfall in der Nacht. Okay, er ist eingeschlafen, aber trotzdem kein Überfall. Gut, und jetzt schaffen wir es hoffentlich nach Tiefhusen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, es tut weh und wir sind da. Sehr gut. Also, wir müssen diese Folge, also erstmal müssen wir sofort unsere Leute heilen. Jetzt können wir es uns ja in Anführungszeichen auch leisten. Krankheit heilen, Myrim. Zar sei Dank. Talent anwenden, Krankheit heilen, Gerogon. Zar sei Dank. Talent anwenden, Krankheit heilen, Talana. Zar sei Dank. Sehr schön. Das waren zwar mal eben 30 Dukaten, aber die sind es auf jeden Fall wert gewesen. So, als nächstes speichern wir erstmal ab und danach gehen wir los und kaufen uns Schuhe. Viele, viele Schuhe. Neu. Ja, wirklich speichern. LP 061. Und wir sehen uns dann gleich wieder.